Und da sind wir auch schon gleich wieder. So, achso, ich wollte ja noch mal kurz gucken. Und zwar war der Upgate. Da. Nein, doch. Das hier. Was letztens jetzt. Nein, das ist meine letzte Aufnahme. Auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt Zeit. Und Zeit. Arschlöcher. Lol, okay. Das war scheinbar. Ja, komm. Halt mal die Klappe kurz. Danke. Es scheint durch diese Spinne hier gewesen zu sein. Wohl vor der Spinne hatte ich 200. Ja, genau. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Spinne hatte, 200. Und nach der Spinne, ja, hatte ich instant 400. Lol. Also, Doom for Doom scheint wohl wirklich noch ein bisschen sehr buggy zu sein. Allerdings muss man auch da wieder sagen, Leute, guckt mal hier. Wir haben zwar Version 3, aber das ist immer noch eine Alpha, und zwar die Alpha Version 8. Sprich also, auch das sagt nichts darüber aus, dass Doom for Doom schlecht ist, sondern einfach nur, es ist noch nicht fertig. Ich hoffe nur, dass die Entwickler, von denen mein Video gucken, das sehen, oder ich irgendwie eine Möglichkeit finde, mit ihnen in Kontakt zu treten. Mal, muss ich mal gucken, ob ich irgendwie ein Forum finde. Und die das dann noch patchen, bis zur finalen Version. So, wo waren wir? Wir waren, gleich. Ja, einfach nur starten. Ich schon wieder. Doch. Weil das wäre nett. Ich meine, es ist ja für mich nett, dass ich 400% Leben habe. Da habe ich nichts gegen. Aber ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Oh Gott, Alter. Ich sollte mal meine Grafikkarte defragmentieren. Okay, sieht sehr ruhig aus. Vor allem so komplett. Ach doch, da ist ein bisschen was. Kannst fragen, warum die Grafikkarte wirklich so stark hat. Oh. Ich lasse mal noch mal kurz neu. Weil ich glaube, ich habe da hinten gerade irgendwas aktiviert, was ich eigentlich nicht aktivieren sollte. Hier geht das wieder flüssig. Guck mal hier. 100 Bilder pro Sekunde fast. Und hier auf einmal 30, 20 Bilder pro Sekunde. Liegt das am Gebäude oder was? Oder hier hinten an der... Nee, hier auch nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Was ist das denn da? Alter, die Fenster werden immer bekloppter. Achso. Bringt wirklich hier draußen nicht. Ah, egal. Ich gehe mal hier rein. Gut. Oh, die Atmosphäre gefällt mir. Wow. Geh doch mal kacken hier. Wow. Erstmal hier kurz am Fuß kratzen. Perfekt. Oh, Alter. Was? So, Alter. Nein, nein. Meine Fresse. Oh, Alter, was ist denn hier los? Könnt ihr mal alle beruhigen, bitte? Wo sind wir denn hier? Willkommen auf der Erde, Motherfucker! Danke. Dankeschön. Du. Ich sollte mal hingucken, was ich hier mache.
Oh. Guckt mal diese Schwuchtel an. Ein echter Soldat kennt keinen Schmerz. Los! Das ist eine Strafe dafür, dass du Leid kenntest. Aua. Jetzt habe ich mir beim Lästern auf die Zunge gebissen. Also, ich will ja jetzt nicht sagen, dass das Karma war, aber... Du kleine Hure, du kleine Hure, ihr seid beides Bitches. Oh, das ist aber dunkel. Sowas kommt davon, wenn man Energiesparlampen einsetzt. Energiesparlampen, so. Das klang gerade ein bisschen abgewürgt, also ein Trolli. Okay. Sieht nett aus. Das hier sieht auch geil aus. Ah, doch, das sieht schon echt schlecht aus. So, wo gehen wir zuerst hin? Gehen wir in die Richtung oder gehen wir in die Richtung? Ich habe offen gesagt keine Ahnung. Alter. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr ihn zum einen erlösen wollt, zum anderen das aber so witzig findet, dass ihr ihn einfach da lassen wollt? Ich glaube, ich bin ein schlimmer Mensch. Ich glaube, ich bin ein sehr, sehr schlimmer Mensch. Was? Wie, wo? Ich spreche mal ganz kurz. Neben dem Geschrei. Das soll mich mal wieder aufmuntern. Immer der Moment, wenn sich diese Viecher selbst verraten. Können diese Lost Souls nicht erst dann anfangen zu leuchten, wenn sie wirklich angreifen? So. Habe ich gerade einen Kakodemon gehört? Ja, habe ich. Vor allem witzig mit den ganzen Namen von den Tieren. Ich weiß noch, als ich zum allerersten Mal Let's Play von Doom 1 und Doom 2 geguckt hatte. Weil, nochmal so als Background, ich habe zwar schon früher Doom 1 und Doom 2 gespielt, aber... Da kannte ich, oder da wusste ich nicht mal, dass diese Monster überhaupt Namen haben. Ich habe einfach durchgespielt und alle platt gemacht, so wie sie es gehört, laut Handbuch, was ich nie hatte. Und dann, als ich das erste Mal Let's Play geguckt hatte, von dem Typen auf YouTube, der jetzt Mr. Koffein heißt, genau, und der fing dann auf einmal an, von irgendwelchen Namen zu labern, und da wusste ich erstmal nicht, hä? Seit wann haben diese Monster den Namen? Für mich war es einfach nur Monster. Und dann habe ich mich selber mal auch mal ein bisschen recherchiert und ja, tatsächlich, diese ganzen Viecher hier haben alle halt eigene Namen. Und mittlerweile kenne ich die Namen tatsächlich selber auch auswendig. Und irgendwann werden die Leute, die meine Videos gucken, auch denken, hä? Diese Monster haben Namen? Das wusste ich ja gar nicht. Ist aber auch schon nett, dass man Monster Namen gibt, ne? Ich meine, ist ja nicht gerade so, als wenn man diese Viecher in die Kultur integrieren wollte, oder? Als nächstes bringen wir den Viechern auch noch Lesen und Schreiben bei, hä? So. Wo denn? Da. Hallo. Hallo. Och nö. Ja genau, ja, perfekt. Bringt euch mal alle selber um. Ihr seid doch alle kerzendämlich. Wie sag ich kerzendämlich? Bin ich behindert? Danke. Na komm. Was? Och nö. Ach scheiße. Ich wollte diesen Dipsen. Hä?
Ich kann jetzt hier durchschießen? Will ich verarschen? Dankeschön. So, erstmal speichern. Ja. Na komm. No clip. Achso, ja, siehst du? Okay, jetzt behalte ich doch die 400% Leben. Ist ja schon ein bisschen verrückt. Na gut. So, perfekt. So, wo gehe ich jetzt hin? Nein, hier war ich bereits. Hier muss ich hin. Geht's da weiter? Keine Ahnung. Oha. Also haben wir wieder genau den richtigen Moment hier. Oh, danke schön. Aha. Ihr seid alles Bitches. Ihr werdet mich nie besiegen. Auch du nicht. Die Frage ist nur, wo muss ich jetzt hin? Muss ich wieder zurück? Weil eigentlich kommt man hier nicht hoch, oder? Ich probiere es mal ganz kurz. Nee, kommt man nicht. Doch, kommt man. Danke. Wow. Was? Oh oh. Alter, was zum? Ist hier überhaupt Monster hinter oder was? Keine Ahnung. Eine schöne 400% Leben sind jetzt weg. Arschloch. Ah, fehlt doch nicht wieder. Wow. Alle weg? Klapp da unten. Klapp, habe ich gesagt. Das klingt ja gemeingefährlich. Da kriegt man ja Albträume. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Boah, Alter. Wie hinterhältig ist denn diese Falle jetzt bitte? Arschloch. Na gut. Jetzt habe ich wieder fast nur 200% Leben. Es war eine schöne Zeit mit 400% Leben, aber Zeiten ändern sich. Achso, hier ist ein Teleporter. Na, schau mal einen an. Hä? Oder auch nicht. Wo zum Fick muss ich jetzt hin? Achso, wir haben ja noch diesen anderen Gang. Hä? Keine Ahnung. Kommt, ich hatte hier was. Oh, ich habe nichts gesehen. Also gehen wir mal hier lang.
So. Das sieht aus wie in meinem Magen. Junge, heul nicht so rum. Das Leben ist für alle hart. Es tut mir so leid, aber ich muss jetzt einen ganz gewissen Witz bringen. Junge, du musst lernen, auf eigenen Beinen zu stehen. Ah, Alter, nein. Was ist aus mir geworden? Ah. Ich habe echt keine Ahnung, ob das schon als schwarzer Humor zählt. Ich habe echt keine Ahnung. So, daraus geht man noch nicht. Wow. Oh, Scheiße. Alter, ich renne genau rein. Wow. Ich wurde von einem fucking Imp dreimal getroffen. Du wirst meine Macht spüren. Wow. Egal, den wurde jetzt sogar in sein Gesichtsmuster gestrickt. Ja, ja. Jetzt laber man nicht so kariert. Ich hoffe, es wird niemals ein Menschenrechtler dieses Video gucken. Ansonsten sitze ich morgen bereits im Gefängnis. Wow. Oh, ja. Kurz erstmal richtig platt. Ich meine eigentlich dich. Gut, okay, ich mache jetzt aber doch erstmal lieber den anderen Raum. Alter, haltet doch mal alle eure Klappe. Da hat man ja mehr Schmerzen, euch zuzuhören, als ihr habt. Okay, da kommen ein paar. Na komm. Wenn ihr übrigens wissen wollt, das hier, dieses mache ich, wie man an dem Kreis sieht, mit der rechten Maustaste. Einfach mal anklicken, loslassen, anklicken, loslassen. Das ganz schnell hintereinander. Dann hat man diese etwas stärkere Waffe. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das so sein soll. Aber so viele Bugs, wie ich mittlerweile schon gefunden habe, denke ich instinktiv, dass das alles ein Bug ist. Neulich habe ich auch so einen Käfer auf der Straße rumlaufen sehen. Und da habe ich ja auch so zu dem Käfer gesagt, Junge, du bist ja komplett verpackt. Das sah schön aus. Durch meine Waffe sehe ich jetzt hinten nichts mehr. Ist da jemand? Nein. Na? Gut. Wie die da rumschreien, Alter. Ah! Achso, da ist ja auch noch eins. Lol. Komm ich hier rein? Bitte lass mich rein. Jawohl. Oh!
Was soll ich denn jetzt hier machen? Hallo? Aha, danke schön. Das geht so nicht. Ah, nee. Will ich mal wieder raus. So. Alles werde ich jetzt nicht hierfür verschwenden, aber... Ist ja nicht so, als wenn ich eine Wahl hätte. So, dann wollen wir mal kurz. Na komm, komm. Naja, mach was willst. Halt. Ich habe jetzt gerade was bekommen. Ich habe den roten Skull gefunden. Und mit dem muss ich jetzt wohin? Wo bin ich überhaupt? Achso, da hinten ist noch. Okay. Sonst hier vorne ist soweit nichts mehr. Das ist ja der Bereich, wo ich reingekommen bin. Da brauche ich eine gelbe. Okay, gut. Da gehe ich mal davon aus, dass ich hinten hin muss. Komm, komm, schneller, schneller, bevor mein Herz abgelaufen ist. Ganz schön aktiver Geräuschpegel hier. Okay. Oha. Wow. Hä? Wo denn? Alter. Lern mal, wo dein Platz ist, Junge. Und wo muss ich jetzt genau rein? Achso, ja eben, ich habe ja noch roten Skull, ich schon wieder. Na gut, ich guck mal nochmal ganz kurz, wo man hier hin kann. Hä, warte. Wach, du Scheiße! Ich dachte, das war der Raum, wo mein Markeninhalt abgebildet wurde. Na komm. Hä, hey, war das ja auch? Ach, die sind in dem Raum gespawnt, ja, leck mich doch. Alter, ich dachte schon, ich bin behindert. Ich meine, bin ich ja auch, aber... Das war trotzdem unfair. Klappe jetzt. Wenn einer kurz im Heulen hat, dann bin ich das. Ich wurde gerade ach du Scheiße. Nett. Die Secrets? Nein, ne? Oh. Wenn ein Kamin kein Feuer hat, ist das schon seltsam. Also auffallen. Was hat er jetzt geöffnet? Hoffentlich nicht den dritten Weltkrieg. Ich stehe nicht so auf Krieg. Oh, war gar nicht mal so schlecht. So. Okay.
Okay, gut, dann geh ich mal rein. Es sieht friedlich aus, aber es klingt alles andere. Schnauze jetzt hier oben. Ach, siehst du? Ja, perfekt, perfekt. Moment mal ganz kurz. Ich habe gespeichert? Egal. Ich probiere mal ganz kurz was. Nee, funktioniert nicht. Ach du Kacke, was ist denn hier los? Leute! Klappe! Oh, was ist denn hier? Alter, was ist das denn hier alles? Das sieht aber ultra geil aus. Bitte geh weg! Alter, was ist das hier alles? Okay, komm. So, ich muss mal ganz kurz. Hier waren die Räume. Nice. Okay. Das Problem ist immer dieser Kackficker, dass sie sich immer so schnell bewegen können. Genau euch meine ich. Ich will gar nicht wissen, wie viele Raketen ich jetzt gerade verschwende. Vor allem will ich gar nicht wissen, wie viele Raketen ich noch habe. Oh. Okay. Da. Leck mich. Arschloch. Fotze. Nutte. Arsch. Kanacke. Bitch. Arschloch. Oh, ich habe den Kattel gebracht. Na, was ist denn jetzt hier? Weg hier. Du denn jetzt hier da mal? Da kann er vielleicht noch mal schießen oder was? Oh Gott. Ja komm, leck mich doch ab. Arsch. Drecksarschnuttenfotze. Was jetzt? Auf da. Und dann geht's runter. Kommst du bitte mal her? Na los jetzt! Schieß doch einfach mal! Das Problem ist, dass sie sich viel zu mal vorrennen. Man kann also mit Raketen überhaupt nicht angreifen. Und alle anderen Waffen sind zu schwach. Ach komm, leck mich! Ja komm, Alter, das ist doch nicht dein Ernst hier. Ah, mega. Nee, das wird nichts. Ach komm. Dann mach mal hin jetzt hier. Nicht mal dich selbst umbringen kannst du. Das ist schon mein Ernst. Ach komm.
So. Ach, da ist immer noch welches. Alter Schwede. Hallo, ist hier noch jemand? Ja, da ist immer noch jemand. Ach Gott. Alle weg? Alle weg. Entweder ein Fehler oder ein Secret. Ich tippe mal eher auf Secret. Was war das denn jetzt hier, bitte schön, Alter? Ganz ehrlich. Ja, was denn jetzt? Alter, ganz ehrlich. Hektisch, hektisch. Achso. Ah. Und das macht. Achso, macht die wieder auf. Ist ja nett. Das ist ja nett. Alter, ganz ehrlich, diese Viecher hier ist ja mal richtig behindert. Vor allem dadurch, dass sie mal zu mir rennen, vor allem noch extrem schnell, kann ich keine Raketen einsetzen, weil ich mich damit selbst umbringe. Und die anderen Viecher, die können aber alle ihre Superwaffen einsetzen. Und sind dennoch noch zigtausend. Ist immer ein bisschen, naja, ich will es nicht sagen unfair, aber die Tür ist schon wieder zu. Och, leck mich doch. So, erstmal hier Munition. Na, was denn jetzt nun? Wo bin ich denn jetzt? Hallo, da. Oh, komm. Sei ein braver Junge und bück dich. Hä? Ich mag diese Map. Bitte fixen. No clip. Alter, was war denn jetzt hier? No clip. So. So, jetzt habe ich alle. Achso, jetzt habe ich dann auch den gelben Halt. Also ich kann wieder zu meinem Ausgangspunkt zurückkehren. Und von da aus die Welt zerstören. Das klingt spaßig. Ey! Ich präsentiere, Ladies and Gentlemen, ich verkünde nun als Pressesprecher von Intel GmbH Hanemine, wir bringen heute den 286 auf den Markt. Wir schreiben das Jahr 95. Wann kam der raus? Nee. Doch, der kam. Nee. Gott, der kam weit vor 95 raus, der kam 90 groß oder so. Keine Ahnung. Ist doch egal. Was für Hölle? Was ist jetzt hier los? Was schon da? Hallo weg! Was ist denn jetzt los? Hallo? Achtung, Schnauze jetzt hier! Warte mal, ne? Was zur Hölle will die Knölle? Oh, ey, ja. Alter, ich muss hier raus. Was denken die sich eigentlich bei sowas? Wow. Und ich hatte schon, ich muss meine gesamte Rüstung, meine gesamte Lichtermuster verschwinden. Munition, genau. Ich dachte schon, ich muss meine gesamte Munition verschwenden. So, speichern. Ganz wichtig. Ich glaube, noch mehr Monster kommen. Ja. Oh, Alter, gleich drei Stück wollte ich nicht alle eigentlich. Dankeschön. Noch einer. Das klingt so, als wenn hier noch was wäre. Na gut. Ich brauche noch ein bisschen Munition. Irgendwo muss ich noch günstig an Ammunition rankommen. Da hinten war glaube ich noch was, oder? Ist hier noch was? Ach ja, draußen war noch diese komische Tür, die ich da ja auch noch nicht hatte. Genauso war ich hier noch gar nicht drin.
Heißt also, es kommt noch so einiges auf mich drauf zu. Ah, hier war es, genau. Hier ist jetzt irgendwo ganz viel... Oder auch nicht. Oh, wird das ein Raket bekomme ich? Oh, bin ich sogar wieder voll. Ja, wisst ihr Bescheid? Ich habe doch irgendwo ganz viel... Oder war das in der vorherigen Map? Dann da gehe ich nicht nochmal rein. Und jetzt hat es doch. Das ist so behindert. Das macht überhaupt keinen Sinn. Mann, oh. Danke. Danke. Na gut, ich gehe den halblegalen Weg. Also erstmal mache ich ganz schön die Tür auf. So. Und so. Hä, jetzt geht sie wieder auf? Wollt ihr mich verarschen? Oder braucht der Schalter einfach nur ewig, bis er wieder sich regeneriert, also wieder in den scharfen Modus wechselt? Leute, ich bin schon wieder mit dem 86er. So, wo muss ich jetzt hin? Ich habe zwei Möglichkeiten. Ich gehe entweder direkt ins Ziel. Ich meine, wir waren ja quasi schon da. Wir waren ja schon da. Aber ich glaube mal, ich gehe noch mal ganz kurz... Okay, das ist noch was logisch. Ich würde gerne hier noch mal reingehen. Nur der stockert hier draußen so scheiße. Man kommt ja auch gar nicht rein. Ach komm, okay, egal jetzt. Wir gehen direkt ins Ziel. Yay! So. Quick Save, ja. Alter, ich habe gerade schon wieder Punkte dazu bekommen. Warum kriege ich nach dem Speichern mal Punkte dazu? Was ist das jetzt für eine Map? Map 28. Nice. So. Aber die werden wir uns beim nächsten Mal zu Gemüte führen können. Genau. Weil, ja genau, doch. Ja. Und ciao, mit V.